Die Ehrung der Frau im Islam. Erstmal sollte die Frau, die muslimische Frau, wissen, dass sie eine geehrte Stellung im Islam hat. Und bei Allah, sie kann stolz sein auf diese Stellung im Islam. Keine Religion, und ich betone es, hat der Frau eine Stellung gegeben, wie der Islam dieser Frau eine Stellung gegeben hat. Und ich mache euch einen Vorschlag. Derjenige, der mir gleich eine Frage beantwortet, und ich stelle sie euch in Kürze, der wird von mir 10.000 Euro bekommen. Versprochen. Wir lügen nicht. Wir lügen nicht. Alhamdulillah, es ist verboten zu lügen. Jetzt seid ihr wach, ich weiß. Wer kann das Geld gut gebrauchen? Doch so viele Hartz-IV-Empfänger wie ich hatte. Wer beantwortet mir die Frage, wo steht die Sura Ar-Rijal im Koran? Was bedeutet Ar-Rijal? Die Männer. Wo steht diese Sura im Koran? Bitteschön. Ich hoffe, man hat meine Frage verstanden. Wo steht sie im Koran? Na? Nirgends. Sie wissen schon, dass keiner kriegt das Geld von der Lehre. Glaubst du, ich habe 10.000 Euro zu verschenken? Na? Ich verstehe nur, Bruder. Eigentlich habe ich die Frage beantwortet. Es scheint so. Es scheint so. Aber die 10.000 wirst du nie sehen. Nein, ich sage, sagt mir, wo diese Sura im Koran steht. Wo steht eine Sura im Koran, die heißt Ar-Rijal, die Männer? Es gibt sie nicht. Stattdessen gibt es eine Sura im Koran, sie heißt An-Nisa. Allahu Akbar. Und es gehört zu den längsten Suren im Koran. Wir hassen Frauen. Allahu Akbar. Wir hassen Frauen. Man will das, dass der Mann sich so in sein Bad reinbohrt mit den Fingern und sagt, die Frau ist nichts bei uns. Es gibt eine Sura, An-Nisa, die Frauen, so eine Sura hat Allah nicht den Männern gewidmet. Allahu Akbar. Und noch mehr, ihr solltet wissen, liebe Geschwister, der Islam hat das kleine Mädchen geehrt und er hat die Ehefrau geehrt, und er hat die Mutter geehrt. Und wir reden über die Frauen heute. Subhanallah. Wie hat der Islam die kleinen Mädchen geehrt? Aisha radiyallahu anha berichtete, und wir haben Überlieferung, alhamdulillah rabbil alamin. Aisha sagte, قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان. Einmal kam eine Frau zu mir und sie hatte zwei Töchter dabei. جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. So hat sie mich um etwas gebeten, dass ich ihr etwas zu essen gebe. Hört, was Aisha radiyallahu anha sagte, die Frau vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte, bei mir im Haushalt gab es nichts. Das sage ich den Schwestern, die mashallah 5 Schränke voll haben und sagen, ich habe nichts zum Kochen. Was sagte Aisha radiallahu anha? Bei mir gab es nichts. Nichts, absolut nichts. فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّهَا فَأَخَذَتْهَا. So habe ich ihr die Dattel gegeben, außer der Dattel hatte ich nichts. So habe ich ihr die Dattel gegeben, so hat sie genommen. فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ إِبْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا. So hat sie die Dattel genommen und sie hat sie in 2 Stücken gebrochen und hat jeder ihrer Tochter, diese Mutter, eine halbe Dattel gegeben. ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم. Dann ging diese Mutter und sie ist herausgegangen mit ihren Töchtern. So kam der Prophet صلى الله عليه وسلم, sagt Aisha رضي الله عنها, فحدثته, so habe ich ihn über diese Gegebenheit benachrichtigt. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dann sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam, man ibtuliya min al-banati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar. Derjenige, der mit Töchtern geprüft wird, das heißt, er hat Töchter und er hat schwere Umstände,
Und er ist gut zu diesen Töchtern. Gut zu diesen Töchtern. Er respektiert sie, er achtet sie, er zieht sie auf beste Weise auf. So sind sie für ihn ein Schutz vor dem Höllenfeuer. Allahu Akbar. So sind sie für ihn, was? Ein Schutz vor dem Höllenfeuer. Das ist die Stellung der kleinen Mädchen. Möge Allah Azzawajal uns viele Mädchen geben. Und Frauen, die diese Mädchen bringen. Und dann sagen wir auch den Leuten, sowohl den Muslimen als auch den Nichtmuslimen, die Ehefrau ist geehrt bei uns im Islam. So sagt Allah im Koran, subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, und geht mit ihnen, mit den Frauen, auf beste Art und Weise um. In jeglicher Hinsicht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, khayrukum, khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli, die Besten von euch Männer, sind die Besten zu ihren Ehefrauen. Und er sagte, damit er einen Maßstab darstellt, und ich bin der Beste zu meinen Ehefrauen. Allahu Akbar. Warum hat er sich als Beispiel genommen? Weil keiner ihm toppen kann. Vielleicht könntest du den oder den toppen, aber er hat dir sich selbst als Vorbild dargestellt, damit du weißt, die Sache wird nicht leicht für dich. Das ist dein Vorbild, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der mit 9 Frauen verheiratet war und niemand von den Frauen konnte ein schlechtes Wort über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen. Das ist unser Vorbild. Das Vorbild für die gesamte muslimische Umma. Liebe Geschwister, subhanallah, wann kam diese Überlieferung? Die Besten von euch sind die Besten zu ihren Ehefrauen. In dieser Zeit haben die Kirchen diskutiert, ob die Frau ein Mensch oder ein Tier ist. Und so ist es, wie ich gesagt habe. In dieser Zeit, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Barmherzigkeit für alle Weltenbewohner gesagt hat, die Besten von euch sind die Besten zu ihren Ehefrauen. In dieser Zeit hat der Klerikus was diskutiert, ob die Frau ein Mensch oder ein Tier ist. Alhamdulillah, bei uns war sie von Anfang an ein Mensch. Möge Allah azzawajal unsere Frauen segnen. Und dann hört euch die Stellung von der Mutter an, liebe Geschwister im Islam. Wir haben sie gehört bezüglich der kleinen Mädchen, sind sie geehrt oder nicht? Und wir haben sie gehört bezüglich der Ehefrau, sollte man sie gut behandeln? Und wir sagen allen BZ-Lesern, was diese Presse, die natürlich einen bestimmten Kulturursprung hat, und wir haben es oft erwähnt, was diese auch euch über den Islam sagt, ihr müsst genau das Gegenteilige davon nehmen. Wenn sie sagen A, dann sagst du, nein, B war richtig. Das ist ein Indikator geworden für den Hass gegenüber dem Islam, liebe Geschwister. Hört zu, wie die Mutter geehrt ist im Islam. So kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er stand kurz vor einem Kampf. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat die Truppen zusammengesammelt, damit sie den Kampf gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen durchführen. So kam ein Mann zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam und er sagte zu ihm, ja Rasulallah, ich möchte dich begleiten bei diesem Kampf. So fragte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, hal laka min um, hast du eine Mutter? So sagte der Mann, naam, ich habe eine Mutter. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. So geh und sorge dich um deine Mutter, kümmere dich um deine Mutter, denn das Paradies ist unter ihren Füßen. Allahu Akbar. Das Paradies ist unter ihren Füßen. Liebe Geschwister, es gibt eine Überlieferung allgemein, das Paradies ist unter den Füßen der Mütter. Diese ist keine authentische Überlieferung. Aber diese Überlieferung, dass er diesen Mann wohin geschickt hat, zu seiner Mutter und nicht mit den Propheten sallam in den Kampf ziehen gelassen hat, er sagte zu ihm, geh zu deiner Mutter, kümmere dich um sie, denn das Paradies ist unter ihren Füßen. Und in einer anderen Überlieferung, ja'a rajul. Wir wollen klar machen, was die Stellung der Frau ist, damit die Nichtmuslime ab jetzt schweigen. Das ist Koran und Sunna, was wir euch sagen. Was die anderen euch vorleben, die Mujrimin sind, die Verbrecher sind, die Ungerechte sind, das ist nicht unsere Sache. In jeder Religion gibt es Verrückte. Sah. Es gibt bei den Muslimen Verrückte, es gibt bei den Christen Verrückte und es gibt bei den Juden ebenfalls Verrückte. Deswegen, wir halten uns an unseren Büchern, liebe Geschwister. Ja'a rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal.
Ein Mann kam zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati? Wer von den Menschen hat das meiste Anrecht, dass ich ihn auf beste Art und Weise behandle? Qala ummuk. Er sagte: deine Mutter. Qala thumma man? Okay, ich habe verstanden. Ja, Rasulallah, meine Mutter. Wer danach? Qala ummuk. Nochmal deine Mutter. Er sagte: thumma man? Wer danach? Qala ummuk. So sagte er: deine Mutter zum dritten Mal. Qala thumma man? Wer danach, ja Rasulallah? Er sagte: thumma abuk. Danach dein Vater. Die Mutter hat 3 Rechte mehr als der Vater. Was für eine terroristische Religion. Was für Unterdrücker. Allahu Akbar. Die Mutter, sie trägt das Kind in der Regel 9 Monate. Die Mutter entbindet das Kind. Alles schwere Angelegenheiten bei Allah. Die Mutter entbindet das Kind und dann, nachdem sie es entbunden hat, was macht sie? Sie stillt es. Die Mutter hat 3 Rechte mehr als der Vater. Ja, und es liegt nichts dabei, wenn du nach Hause gehst, zu deinen Eltern, so gehst du direkt erstmal zu deiner Mutter. Ich berichte euch vom Islam. Ich berichte euch nicht von schlechten Vorbildern, liebe Geschwister. Und Leute, die dann als Maßstab für den Islam lügnerischerweise genommen werden. Bei Allah, das ist nichts anderes als eine Lüge über den Islam. Wir wissen, dass nicht viele den Islam richtig praktizieren. Aber das ist nicht die Schuld unserer Religion, das ist ihre eigene Schuld. Werden sie zur Rechenschaft gezogen, Yawm al-Qiyamah? Bei Allah, Azza wa Jal, sie werden zur Rechenschaft gezogen, liebe Geschwister.